Hallo zusammen und willkommen bei 7 Days to Die mit Anduin Dwendiolan Grüß euch. und mit Tibra Nachtwind, meiner Wenigkeit. So, ich bin auf der Suche nach Federn und ich würde auch gerne ein bisschen Erde schaufeln, weil ich will ja unseren Dachgarten ausbauen. Mir hat gerade vorhin ein Zombie den Weg versperrt, aber ich gehe von der anderen Seite. Mir fehlen Federn. Und ich will nicht zurück zum Haus laufen. Nicht jetzt. Die können mal schauen, wie es bei mir mit der Munition. Also ich hätte 103 Armbrustbolzen bei mir drinnen. Ich werde da. Na, leer. Die Nester, diese Nester, die Vögel liegen auch nichts mehr und. Naja, es kann natürlich sein, dass wir dieses Nest dann schon geplündert haben. Ja. Da sehe ich auch eines, aber ich glaube, das ist auch schon leer. So, Abmarsch. Ich hab. Gut, ich habe wieder eins gefunden. Cool. Bla. So. Wie macht man diese Armbrustbolzen? Moment mal. Ah ja, da habe ich es schon. Crossbow. Hab ich. Und 4 Stück ist auch was. Da ist was gelegen. Oh, ein Riesenstein. Okay. Hirsch. Ein Hirsch, ein Hirsch. Ui, und da liegt da der Hirsch. Na bitte. Jägersglück. So, wenn ich ihn jetzt noch looten kann, ohne das gleich Hast du Zombie. dein Messerchen denn Paar mit? habe ich mit der, ohne dass Zombie-Horden über mich herfallen. Dann sollte das kein. Ja, das ist ein sicherlich ein Problem. Aber der Rest. So, was haben wir Ich bekommen? sehe das Loch, das du gemeint hast. 7 Fleisch haben wir bekommen, na bitte. 7 Fleisch, so, dann Und schauen ich wir. sitze im Loch. Sehr fein. Du sitzt im Loch. Sitze im Loch. Du sollst da drin schaufeln, nicht herumsitzen. Gibt's ja nicht. Ja, ich buddle ja schon. Naja. Ich bin ein richtiger Buddler. Zitrum, hast du da irgendwas? Nein, das sind Zombies. Ich dachte mir es nämlich auch gerade gedacht. Ich wollte ja gerade fragen, ob du irgendwo gerade Hand anlegst. Nein, ich bleibe in meinem Loch. Eindeutig, ich gehe auf Tauchstation. Ui, ein Schweinchen voraus. Das ist, glaube ich, die Sau, die mir schon zweimal entwischt ist. Na, warte, jetzt bist du fällig. Jawohl. Nein, ein fetter Zombie, geh weg. Geh Und von du riechst meinem Sch. anscheinend. Nein, ja. Er ist eher Richtung Schweinchen und. Ja. Nein! Ach, nein! Oh, ich höre einen Hund! Oh, Hund! Kacke! Ach du Scheiße! Nein. Oh, 2 Hunde! Ui, ui! Wo ist er? Da! Du Ui, bist. ui, 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 ui! Tot! Nein!
da muss irgendwo eine Leiter sein. Ah, jetzt ist das Schwein weg und mein Klump blickt da draußen. Scheiße. Ah, wie ich es liebe. Und? Nein, ich kapple gerade eine Leiter rauf, um zu sehen, ich bin noch nicht oben. Ob der Hund auch raufkommt, oder? Na, ob ich ihn irgendwo sehe und abknallen kann. Aber ich habe nur, bin relativ weit weg, zu weit, glaube ich. Nein, mach einfach dein Sweater, das ist kein Thema. Mach dein Ding, okay. Richtig. Konzentriere dich auf deine Erde. Es ist wichtig, dass wir die Gemüsefelder mal so weit haben. Ah ja. So. Ich packe da mal kurz alles rein, was ich jetzt schon mit habe. Also warum trinkt er nichts? Also er wird keinen Durst haben, das kann sein. Ja klar, ich bin ja gar gestorben, also brauche ich ja nichts. Ist ja noch voll. Bin ja noch voll, genau. Durfte nur mal wieder Lebenspunkte loswerden, will ich Freude. Ups, ja. Ein Eli haben wir da noch, das können wir rausgeben. Zack. Ja, haben wir wieder 7 Stück, da können wir dann schon langsam wieder Bacon and Egg. Mhm. Produzieren. Unsere volle Kiste mit allen möglichen, was man so nicht braucht oder nicht nutzen kann bis genau. Jetzt. Things you never need. So, da haben wir die Animal Hides, die kommen da rein. Und Brass und Zinn und so weiter haben wir schon drüben, wo wir unsere Schmelze haben und unseren Tresor. Nee. Du bist irgendwie ganz schön voll. So, das ist da, das habe ich mit. Super, jetzt liegt mein Messer, liegt draußen, das liegt draußen. Habe ich noch die zweite Armbrust. Ich glaube, ich habe mir eine noch in Reserve gebaut. Die müsste da irgendwo herumkugeln. Mal ab. Was ist denn das? Okay. Ich hämmere. Nein, ich hab mich eher gefragt, was also da für eine komische Pistole drinnen liegt, aber das ist nur von der AK-47, der Teil mit dem Abzug und so, das schaut so wie so ein Magnum aus. Mhm. Gibt's da irgendwo, da ist sie, ich wusste es, wir haben eine in Reserve. Die nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Stopfen wir da rein. Etwas. Gut, das ist nicht mehr nicht in die Axt, so Freiheit. So, das wird jetzt so sein wie bei meiner super tollen Bärenjagd vor einigen Folgen. Ihr werdet euch ja sicher erinnern. Wenn ich jetzt hinkomme, sind alle spurlos verschwunden, wenn die Rache naht. Dann haben sie irgendwo verkrümmelt. So, ich hoffe, ich habe meine Woodframes da. Ja, puh, Gott sei Dank. Oh, die Äxte, die Steinäxte halten schon ganz schön was aus. Ja, mittlerweile produzieren wir halbwegs Qualität, das ist mir auch schon aufgefallen. Mhm. Es ist ich bei Weitem noch nicht. Ich gerade eine zum Zerdeppern mit Abbau von Metall. Und das, ja. Geht zieht sich. Gut. Ich brauche nicht Platz im Inventar. So, jetzt muss ich mal schauen, nicht, dass ich denen wieder gleich in die Arme laufe. Wo denn das genau war? Ah, noch eine Straße weiter, okay. So, jetzt biege ich ums nächste Hauseck und der Hund steht vor mir. Und grinst dich an. Aber ich habe eine fette Keule mit. Ja, ich habe eine grüne gefunden, eine... Sehr schön. Ja. Ach komm schon, liebe Axt, schenk mir den Platz im Inventar. Bitte.
Ja, genau, da habe ich vor unserem Urlaub bei einer der letzten Session alles ausgeräumt. Finde ich jetzt natürlich nichts. Oh, da drüben läuft ein Hirsch. Na, dann werden wir sich mal das Inventar Ein holen. Hirsch. Braten wir uns nachher einen Hirsch. Solange es kein Lurch ist. Ja, genau. The Forest. Für alle, die die Anspielung nicht verstehen sollten, aufgrund dessen, dass sie vielleicht nicht bei Gronkh abonniert haben, bitte schaut euch den YouTuber Gronkh an und seine Staffel Let's Play zu The Forest. Wie bratet man einen Lurch? Deshalb die Betonung von der Tibra. Also, Sehr aufschlussreicher. wir haben da schon Tränen gelacht mit dem. Durchbraten. Naja, mit Gronkh generell. Das ist schon wirklich Top-Qualität vom Let's Play, was der abliefert. Aber so wie viele andere. Also, wir haben ja mittlerweile selbst eine stolze Anzahl an YouTubern, wo wir abonniert haben. Oh, ich bin hunted. Ist aber nicht gut. Naja, so. Freut mich aber nicht. So Ich wollte kann's nämlich gerade das Dach verlassen. einem Hündchen gehen, wenn er sich mit dem Falschen anlegt. Oh, hast du ihn erlegt? Er liegt gerade vor mir und er wird jetzt ausgenommen. Na, sag nicht, da ist noch ein Hund. Doch, da sind Doch. noch zwei Hunde. Haben Oh, wir Tag der Hunde, Malte, oder so? Kann das denke, sein? ich bleibe auf meinem Dach. So, ich würde mal sagen, ich habe noch zwei Hunde erlegt, wenn mir jetzt kein Zombie dazwischen kommt und da nicht noch 100 Hunde herumlaufen. Eben auf der westlichen Seite von unserem Ort sehe ein paar Zombies, aber die verhalten sich ruhig. Ui, ich höre da noch immer Hunde. Das gibt's ja nicht. Und ein Bär. Ja, was ist denn da los? Ah, die Hundegebell. Nein, bitte nicht. Wo? Zumindest bin ich ja nicht entdeckt. Gierig wie ich bin, will ja den zweiten Hund da auch noch looten. Ja, das hat alles seinen Preis. Das ist der Hund, den ich gerade ausgenommen habe, ist jetzt gerade spurlos verschwunden. Der hat sich vor mir in Luft aufgelöst. Okay. Ich höre einen Hund, wie wenn er mal am Kopf stehen würde. Kommt er von oben? Nein. Aber ich sehe ihn nicht. Ah, da ist er! Er kommt, er kommt. Und schon ist X. Ui, ich blute, ich blute. Scheiße. Hast du nichts dabei? Nein, ich habe keine normale Bandage dabei, aber die andere hilft ja. Und ich bin infiziert. Okay, also, aber mit Infektionen können wir umgehen. Da haben wir schon einiges. Ja. Der ist aus dem Gebäude rausgekommen. Ist ja alles sehr merkwürdig. Also ihr seht schon, Spannung ohne Ende. Wir sind natürlich total aufgeladen. Unsere Energiezellen sind voll nach dem Urlaub. Wir wollen nur Action. Deshalb geben wir da gerade den Kampf. Scheint so. Und ich schieße, kriege ich schon wieder durchs Leben. Du sagst Hund und ich krieche. Vorsicht, Hund! Ui, Zombie, ja, kommt zu mir, Zombies. Jawoll, ich stehe drauf. Adrenalin gibt mir den Kick. Und ein Hirsch von rechts.
Ja, der Was macht ist das mit dir, hauptsächlich. Hirsch? Ah, jetzt hat er sich anders überlegt. Jetzt ist er da drauf gekommen, dass er nicht der Jäger ist, sondern der Gejagte. Ich bin aber auch der Gejagte. Sagst du, das hätte ich jetzt fast vergessen. Hinter mir sind die Zombies her und ich konzentriere mich auf den Hirsch. Aber da, was ist mit dir? Hallo? Wir sind nicht mehr am Strand. Wir sind in Zombie Town. Zack, Kopfschuss und da liegt sie. Jetzt wollte die Zombie-Lady ausnehmen. Achso, aber looten kann es ja. Ich bin total konfus. Oh mein Gott, wo führt das heute noch Und hin? das in vollkommen nüchternen Zustand, das muss man sich mal vorstellen. Ja, theoretisch könnte man ja dem Abhilfe schaffen, aber wir haben gesagt, unter der Woche sind wir jetzt nochmal abstinent. Hallo. Hört nicht hin, was Tibra da erzählt. Wir sind natürlich 7 Tage die Woche abstinent. So. Gebietet, jetzt steht der Hirsch hinterm Lattelzaun und ich triff ihn nicht. Was tust du jetzt? Der geht ins Haus. Hallo, wohnst du da, Hirsch? Ah, ich arbeite in meinem Dachgarten. Hirsch? 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 Soll ich dir zu Hilfe kommen? Was müsste man helfen, wenn Hirsch im Haus suchen? Könnte man sagen, ja? Hirsch? Hirsch? Bist du oben? Das gibt's Klar, ja nicht. da Ich ist es. suche jetzt in einem Gebäude an Hirschen. Also wenn er nicht reingehen gesehen hätte, der sitzt selbst an mir zweifeln. Die Türen sind zu, der kann da nirgends raus sein. Ich Hallo? finde das lustig. Hirsch? Ja, unsere Zuseher sicher. Die haben sicher irgendwo ein Bildrand gesehen, wie er weiterläuft und Genau. da ist alles zu und der Hirsch ist weg. Nein, okay. Gut. Das ist, wenn man zu lang abstinent ist. Also ihr seht jetzt die Auswirkungen. Tragisch. So. Wobei im Urlaub hätten wir ja genug Cocktails gehabt, oder? Ich glaube jetzt, da werden gerade beim Fenster vorbeispringen gesehen. Nein. Ich jage jetzt keinen Hirsch mehr an diesem Tag. Lass mich nicht von dem Hirschen verarschen, das gibt's ja nicht. Such dir einen anderen Jäger. Dämlicher Hirsch. Nicht mit mir. Was soll denn da? Warum Rotting? Achso, ja, für die Hunde kriegt man ja Rottingfleisch raus. Also viel zu meinem tollen Jagdglück. Ich Idiot. Kriegt man ja kein richtiges Fleisch. Was macht man mit dem verrotteten Fleisch? Ah, nicht schon wieder her, schon wieder wo ein Hund. Wegschmeißen. Na dann, schmeiß es weg. Vielleicht kannst du die Hunde damit ablenken. Wo war es? Ich sehe es nicht mehr. Aber ist es gescheit, dass ich jetzt schaue, wo ich den Hund gehört habe? Nein, ich glaube, das ist nicht gescheit. Wie spät ist es? 19:54 Uhr. Ich gehe in unser Haus. Mir reicht's für Okay. einen Spieltag. Ich komme auch zu unserem Haus. Freuen wir uns, dass wir noch einmal ins Gras bissen haben. So. Habe sowieso Hunger. Ich bin am Dachgarten, also bitte die Brücke stehen lassen. Brücke über die Woodspikes. Jawohl, steht. Gut. Ich bin drinnen. Ich noch nicht. So, jetzt werfen wir sie mal Antibiotika oder Honig. Mal schauen, was wir mehr haben. Aber ich glaube, besser ist wahrscheinlich, ich werde den Honig nehmen. Keine Ahnung. Hä? Was Bist du denn? gerade draußen gesprungen oder? Ja.
Ah, okay. Dann hat man dich da gehört. Oh, die So. Brücke ab, ja. Ja, also ich komme jetzt nicht noch mal rein. Ich bin schon erinnert. Du kannst sie abbauen. Okay. Ah, ja. Auch wenn ich weiß, dass ich geistig nicht mit mir alleine bin, Zumindest im Moment. habe ich es noch nicht geschafft, dass ich mich physisch vermehre. Sodass ich zweimal den gleichen Raum betritt hintereinander, das, ohne dass ich ihn einmal wieder verlasse. Ach, Diese herrje. Kunst habe ich noch nicht erlernt. So, wo haben wir, da haben wir glaube ich diese ganzen Proviant-Sachen. Genau. Ah, ich hungere bereits. Tierische Fette. Ja, habe ich auch schon. Bitte, wer hungert denn schon? Braucht man nur einmal am Tag sterben, dann hat man keine Hungergefühle mehr. Ach, du Esel. Was ist das so? Genau, nimm da ein Beispiel. Genau. Ganz einfach. Lerne. Lerne vom Meister. Vom Jägermeister, Mann. Für alle, Ja. die es nicht kennen sollten, schaut euch die Folge an, wo ich auf Bärenjagd bin und meinen Hochstand baue. Vier Wood-Frames im Quadrat und zwei übereinander und dann wird angelegt auf den Bär. Das Resultat sieht man, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, Folge 25, 26 oder so irgendwas herum. Sehenswert. Zwei Hiebe und der junge Jäger hat es überstanden. Bin ich unfair, dass du das verrätst? Ich hätte jetzt gerade geschafft, dass ein, zwei Zuseher vielleicht sich durchklicken durch die Staffel und Ist das trotzdem suchen. sehenswert. Und dann wird da einfach alles verraten. Alter. Liest du nicht zuerst das Ende vom Buch? Ja, ich weiß, das ist so ein typische weibliche, so ein Frauenthema. Man liest immer die letzten Seiten vom Buch. Nein, tue ich nicht. Okay. Ich schaue mir auch nicht die Schlussszene eines Films als erstes an. Nein, das mache ich auch nicht. Und deshalb lese ich auch nicht die letzten Seiten eines Buchs. Wo haben wir, sagen wir mal, die ganzen Samen drin? Hier drüben, wo du gerade herumgekramt hast in der Kiste? Also das ist eine Frage. Ich weiß, wo ich meine Samen trage. Wo du deine Samen trägst, das musst du selbst wissen. Oh Gott. Naja. In der Naja. Samentasche. Du Sack. Ich glaube, bei der Folge sollte man hinschreiben, nicht jugendfrei. Ach, Du, aber es ist eine Gott. gute Frage. Wo sind die wirklich? Ich glaube, in der Kiste, wo ich gerade nicht rein kann. Genau. Hast du sie gefunden? Ja, Ja. du kleiner Punk. Seht sie Du. euch an. Es wäre Unser. schlecht, wenn ich als Frau die nicht finde. Unsere kleine Irokesin. Aber du, der fraunst oben schon ein bisschen aus. Den solltest du jetzt wieder mal schneiden. Ach Gott. Ja. Was ist mit den Männern? Ja, sehr fad ohne Männer. Richtig. Wie ein Blitzknäser. Ich starre in die Kiste und weiß nicht, was ich will. Ich weiß Toll eigentlich gar nicht, vorgenommen. warum ich da überhaupt stehe. Ah ja, wegen Toll deinen vorgenommen. Samen, genau. Wegen deinen Samen. Oder wegen den Samen, die du wolltest. Wegen meinen Samen, die Tibra. Na, lass mal das jetzt. So, Lagerfeuer ist auch nichts drinnen. Damit kann ich ja nichts rausnehmen. Ist ja alles doppelt verteilt. Nimm ich Ah, schon. ja, da ist er, der Golden Rot. Jetzt habe ich aber den einen, glaube ich, da drüben reinpackt, weil ich ihn nicht gefunden habe. Ja, genau. So, Oh. die Nacht beginnt. Die Nacht beginnt, jawohl. Ja, aber du bist da nicht besser. Du legst da an Kerzen,
Halter rein und Scrape Iron und das ist alles schon drüben bei der Schmiede. Ach so. Zack. Ah, da ist wirklich ein Gold, da ist auch noch ein Golden Rottasche. Nehmen wir gleich mit drüber. So. Ja, was machen wir jetzt des Nächtens? Ah, übrigens, wir werden wieder mal so weit, ja? Okay. Um die Zuschauer mit sich alleine zu lassen und wir entfliehen. Also, ich alles hoffe, klar. Es hat euch gefallen. Dann würden wir uns freuen über einen Daumen hoch, ein über Abo, ein Like und so weiter und so fort. Und das Ganze natürlich in Tibras Kanal und bei mir. Also dann. Ciao, bis zum nächsten Bis Mal. zum nächsten Mal. Ciao.